So, und da sind wir auch schon. Ich schalte jetzt den Ton des Gerätes wieder ab, wenn ich hier extern kommentieren. Ich zappe jetzt einfach mal durch die Kanäle. Ich habe vorher schon einen Suchlauf gemacht. So, und dann gehen wir einfach mal ins Menü. Dazu drücke ich auch die blaue Menütaste und habe nun alle zur Steuerung der Box nötigen Funktionen. Nehmen wir als erstes das Channels-Menü, das ist die Taste 8. Dann können wir alle Kanäle komplett zurücksetzen. Wir haben dann 4 Default-Transponder geladen. Kann einen Kanal hinzufügen, ersetzen, einfügen oder einfach auch löschen. Die anderen Funktionen erkläre ich gleich noch. Als nächstes gehe ich in das Frontend-Menü. Hier kann ich den Tuner steuern. Hier beispielsweise einen Transponder vor, hier haben wir die 12185. Polarisation stimmt. Eine Symbolrate von 27500. Dann schalten wir noch die FEC auf 3 Viertel. Und nun hätte ich die Möglichkeit, die Bits zu wählen. Über das Menü Nummer 1. Und zwar einmal mit den Tasten 2 und 3 hexadezimal, jeweils Video- und Audio-Bit, oder mit den Tasten 6 und 7 direkt in Dezimal. Die ewige Umrechnerei entfällt hier also. Man kann das eintippen, wenn man die Werte gerade vorliegen hat. Ich wähle jetzt aber eine andere Funktion, gehe in das Channel-Menü und gucke mir einfach einen Transponder an. Dazu habe ich die Option Nummer 6, Examine Transponder. Hier wird die Program Association Table des Transponders eingeladen. Er findet 5 Program Map Tables, 4 gültige Einträge. Und hier kann ich den Sender, der auf dem Transponder liegt, direkt anwählen. Und da haben wir ihn auch schon. Ach, das ist ja auch wieder übel heute. Naja, gut. Dann nehme ich die nächste Option, Nummer 3, das MPEG-Menü. Hier habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, die aktuell gesendete Auflösung abzufragen. Zeigt er an, Resolution 720x576 Punkte. Ich habe jetzt hier kurz auf einen anderen Kanal gewechselt. Wir sehen auch hier wieder die Auflösung, in diesem Falle mit 528x576. Hier haben wir wieder die volle Auflösung. Ja, wir können auch den Rest der Hardware hier manipulieren. Hier haben wir beispielsweise Option Nummer 7, der Videoencoder. Können wir auf ein Register eingeben. Das wird dann gleich ausgelesen, angezeigt, was da aktuell drin steht. Wir können es hier umprogrammieren. Wir können auch die aktuellen Bits des Programms lassen sich hier abfragen. Die Werte, die stimmen also. Dann gehen wir in das General Setup Menü, Funktion Nummer 9. Hier geben wir die Oszillatorfrequenzen des LMBs an. Also 9750 und 106 von meinem Universal LMB. Option Nummer 3. Da haben wir die Frequenz, ab der auf die zweite LOF umgeschaltet wird. Nummer 4 ist die C-Band-Frequenz. Alles, was bei der Frequenzeingabe unterhalb dieses Wertes eingegeben wird, wird als C-Band interpretiert.
Dann die Kommunikationsparameter, die brauchen wir für das Data Download zum PC. Mit der Funktion Nummer 6 können wir die Parameter abspeichern. Die werden ins Flash, in einen speziellen Bereich im Flash-ROM abgespeichert. Ja, hier auf Options habe ich einige Videooptionen gelegt. Da können wir zum Beispiel das Bild anhalten. Haben wir ein sehr schönes Standbild. Kann ich im Single Step jeweils um ein Einzelbild weiterschalten. Oder auch einfach weiterlaufen lassen mit der Taste 0. So, und nun zum Data Download Menü. Ich weiß, da haben viele drauf gewartet. Ich habe viele E-Mails gekriegt in diese Richtung. Das ist hier die Funktion Nummer 6. Ich wähle hier einfach eine Bit. Nehmen wir die NIT. Die Bit Nummer 10. Network Information Table. Dann wähle ich das ganze Paket. Ich habe hier die Möglichkeiten umzuschalten. Dann mit der Taste 4 kann ich wählen, ob ich einen Hexdump haben möchte. Dann kann ich auf dem Terminal-Programm gleich mitlesen, also richtig schön in Hexdump. Binäre Übertragung oder einfach nur ausgefilterte ASCII-Informationen. Taste 5 kann ich wählen, ob ich einen Single-Shot haben will, also nur ein einzelnes Paket oder eine andauernde Übertragung. Funktion Nummer 6. Bestimmt nicht, die Bezeichnung ist etwas irreführend, bestimmt nicht unbedingt die Buffergröße, der Buffer beträgt immer 65 Kilobyte, sondern kann hier angeben, nach wie viel empfangenen Bytes ein Interrupt ausgelöst wird und diese Bytes zum PC gesendet werden. 188 Bytes ist die Größe eines Paketes. Das heißt, ich bestimme hier, dass jedes Paket einzeln zum PC übertragen wird. Mit der Taste 3 kann ich hier das einfach abfahren und auf dem Terminal-Programm auf dem PC kann ich jetzt mitlesen, was hier auf diesem Satelliten unter dieser Bit passiert. Übertragung ist natürlich, um Audiopakete zum PC zu holen, zu langsam. Hier ist nur was mit SCSI in Vorbereitung, das dauert allerdings noch etwas. Ja, das war's. So, das war nun auch schon das Wichtigste zu der Software. Im Laufe der nächsten Tage wird es die Software frei zum Download über das Internet über die zur Verfügung stehen. Die Adresse liegt zu diesem Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig fest. Vielleicht wird ja Christian in der Sendung dann bekannt geben, wahrscheinlich aber über eine meiner Homepages. Die E-Mail-Adresse für Anregung ist voraussichtlich dvb98@swol.de. Das ist aber auch noch nicht hundertprozentig fest. Okay, ich wünsche dann viel Spaß beim Testen und ich freue mich auf viele, viele Anregungen, wie man das Projekt hier weitermachen könnte. Software ist also, wie schon gesagt, sehr ausbaufähig. Da fehlen also auch noch Videotext, Program Guide und so weiter. Und ja, da gibt es also noch einiges zum Basteln.